Es gibt ja so Screenings, die gehen in die Geschichte von Cannes ein. Ich glaube, wir waren gerade in einem, wir waren im Okja-Screening, das erstmal so richtig gut angefangen hat. Genau, weil als das Netflix-Logo auftauchte, wurde ziemlich laut gebuht. Ja. Es fanden sich auch einige Unterstützer, die dann gejubelt haben. Das Problem war nur, dass dann der Lärm im Saal weiterging. Das hatte aber einen ganz anderen Grund. Und zwar war die Kadrierung des Bildes falsch. Ein Fauxpas, der eigentlich in Cannes nie passiert und niemals passieren sollte. Und da waren unsere Journalisten und seine vielen Freunde sehr ungehalten. Ne? Hier ging es richtig ab und dann wurde der Film abgebrochen. Und dann haben wir von vorne angefangen und dann haben wir auch ja gesehen, den Film, auf den wir eigentlich am meisten gespannt waren hier unter anderem. Genau. Und das war in Ordnung, ne? Das war ziemlich in Ordnung. Das war ein Film, der ganz, ganz viele Aspekte hat, der Action bietet, der lustig ist, der unterhaltsam ist, der gleichzeitig eine unglaublich wichtige Botschaft auch transportiert. Oh ja. Und es war ein Film, wo ich eigentlich rausging und dachte, verdammt, wir haben ein Problem. Weil das ist genau die Art von Filmen, die uns im Moment eigentlich im Kino fehlen. Jetzt ist es ein Netflix-Film, verdammt. Bevor wir auf die Netflix-Sache kommen, lass uns vielleicht kurz ein bisschen über den Film selbst noch reden und dann sozusagen in den dramatischen Netflix-Teil einsteigen. Genau. Okja erzählt die Geschichte eines Superschweins, eines genetisch manipulierten Riesenschweins. Von dem gab es 26, die auf der ganzen Welt verteilt wurden und 10 Jahre lang aufgezogen wurden. Und das beste Superschwein von allen hatte ein kleiner Farmer in Korea, der auf einem Berg wohnt. Und dieses Schwein heißt Okja und dieses Schwein hat eine beste Freundin, eine Menschenfreundin namens Mija. Und jetzt sind diese 10 Jahre vorbei und Okja soll zurücktransportiert werden nach Amerika, um dort ausgestellt zu werden und die neue Superschwein-Genmutationsrasse zu launchen. Natürlich weiß niemand, dass es genmutierte Schweine sind. Es wird alles unter dem Denkmäntelchen von Öko, Super, Bio und so weiter gehalten. Und Mija weiß davon nichts und als sie das erfährt, rennt sie Okja hinterher über mehrere Staaten sozusagen und versucht ihr Schwein zu retten und trifft dabei auch noch auf eine militante Tierliebhabergruppe, die versuchen mit nicht gewalttätigen Mitteln irgendwie versuchen, das Schwein zu retten. Das ist alles sehr lustig, das klingt ganz wunderbar und genau so läuft es auch. Wir haben alles dabei und ich finde am interessantesten und schönsten ist, dass dieser Film es wieder hinkriegt, genau wie Snowpiercer, einen unglaublich internationalen Cast zu haben, der wirklich perfekt funktioniert. Ja, und wir haben eigentlich in ganz vielerlei Hinsicht haben wir ein ganz globales Gefühl, zum Beispiel die prägende Musik in einem Film, der in Südkorea und in den USA spielt, ist Balkan Beat, so Balkan Brass und das passt wunderbar. Richtig. Dann gibt es irgendwie eine wundervolle Szene mit einem John Denver Song in einer Shopping Mall in Südkorea. Da fühlst du dich abgeholt. Da fühle ich mich, nein, das sind ganz viele kleine Elemente, wo man merkt, wie viel Liebe, wie viel Detailreichtum und auch wie viel Wagemut in diesem Film steckt. Und wie viel Moderne, wenn wir sind halt eine globalisierte Welt und dieser Film ist ein globalisierter Film und es geht in dem Film auch um das wichtigste global Thema und zwar Ernährung. Nahrung und Ernährung. Genau. Und hier ist es das aus dem Film, der gerne mal so ein bisschen slapstickig und lustig ist, der sehr bunt ist und sehr schön viel Musik hat, etwas auch wird, mit dem man eigentlich, glaube ich, gar nicht rechnet, der wird gegen Ende ganz schön fies und sehr düster und traurig, denn er lässt es sich nicht nehmen, diese Thematik nicht nur lustig anzufassen, sondern wirklich in die Tiefe zu steigen. Und zwar, was essen wir da eigentlich und wo kommt das her? Ja. Ja, und es gibt so einen schönen Satz, der dort gesagt wird, und zwar, solange es billig ist, essen das alle Leute, ist denen scheißegal, wo es herkommt. Genau. Und genau das macht dieser Film auch. Man sitzt danach und denkt, verdammte Scheiße, das stimmt. Und wo kriege ich eigentlich mein Essen her und wo kommt das her? Und dieser Turn, ja, vom so ein bisschen, wir gucken uns einen lustigen so Creature-Feature-Film an, zu einem, oh nee, 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 wir reden hier eigentlich über ein global wichtiges Problem. Ja. Das kriegt er perfekt hin. Genau, genau. Wie gesagt, er ist unterhaltsam, er ist, ja, also es, für mich war das, und das, da kommen wir jetzt wieder zum Thema Netflix, für mich war das wirklich großes Kino. Ja, das stimmt. Ja. Und ein wirklich guter Autorenfilm. Man sieht seine Autorenhandschrift immer deutlicher. Ja. Die ist inzwischen also schon sehr, sehr präzise und sehr, sehr gut. Und da ist es eben so, warum findet das dann auf Netflix statt? Also eine Tatsache, die ja hier sehr stark geboot wird. Genau.
Genau, warum haben solche Leute, solche Filmemacher mit so einem Überschwang an Ideen und mit Dingen, die wirklich wichtig sind, dass sie gesagt werden, warum haben die offensichtlich in Hollywood oder bei den großen Studios keine Chance mehr? Richtig. Das ist etwas, worüber wir auch diskutieren müssen. Und das ist das Interessante, was hier gerade eben nicht diskutiert wird, sondern eher die Strukturen, wie das verteilt werden muss. Sprich, es gibt ja jetzt ab nächstes Jahr ist es so, wenn Netflix und Amazon hier Filme haben, dann müssen die in Frankreich im Kino gelaufen sein. Ja. Was natürlich auch sehr lustig ist, weil es würde technisch gesehen ein Kino reichen mit einer Vorstellung, dann wären sie wieder okay. Aber das ist die Frage, wie kann man solche Filme zurück ins Kino kriegen? Und das ist halt eine Frage der Industrie, die sich aber hier gerade nicht so richtig gestellt werden möchte. Ja. Also das ist so ein bisschen, da sind wir alle noch in den Kinderschuhen. Da müssen wir, glaube ich, alle noch mal gucken, wie wir damit besser umgehen. Weil es ist ja nicht so, als ob Netflix und Amazon etc. jetzt irgendwie im nächsten Jahr wieder verschwinden werden und sich rausstellt, ach, das mit diesem VOD, das war Quatsch. Da hat sie nicht durchgesetzt. Hat sie nicht durchgesetzt. Wie dieses Internet. Komm, wir gehen ins Kino. Genau. Ja, das wird nicht passieren. Gut, ihr merkt schon, wir könnten hier noch Ewigkeiten weiterreden, weil es auch wirklich ein sehr wichtiges Thema ist. Wir müssen aber, wir wollen auch gerne noch einen zweiten Film vorstellen, den wir gestern gesehen haben. Genau, der fliegende Flüchtling. Der fliegende Flüchtling ein ungarischer Film mit dem Namen Jupiter's Moon von Cornel Mundruczo, der White God gemacht hat. Wir haben einen syrischen Flüchtling, der natürlich versucht, in Ungarn irgendwie über die Grenze zu kommen und der dabei erschossen wird und wieder aufersteht. Und nicht nur so ein bisschen wieder aufersteht, sondern anfängt zu fliegen. Und ein ungarischer Arzt, der in dem Refugee Camp dort in der Gegend arbeitet, der kriegt das Ganze mit und hilft diesem Jungen zur Flucht und versucht ihn sozusagen dazu zu benutzen, andere von seinen Patienten dazu überzeugen, dass es Gott gibt, natürlich gegen einen ordentlichen fetten Batzen Kohle. Genau, das ist nämlich eigentlich der sozusagen, also der hat ursprünglich sehr zynische Motive, also es geht ihm nicht darum, dem Flüchtling zu helfen, sondern sich persönlich zu bereichern. Natürlich ahnt man schnell, dass es nicht dabei bleiben wird, sondern dass eben auch er sich durch die Begegnung mit diesem Engel möglicherweise, wissen wir es bis zum Schluss nicht, verändern wird. Ja, ich hatte allerdings echt meine Probleme mit dem Film, inhaltlicher Natur, denn ich finde es zumindest besprechens- und bedenkenswert, dass hier ein syrischer Flüchtling sozusagen zum Retter auferkoren wird, wo Europa und vor allem eben Ungarn sozusagen an der Spitze gerade das Land schlechthin ist, was der Retter sein sollte und es nicht tut. Ja, und hinzu kommt, dass noch eine Thriller-Handlung aufgepfropft wird, in der ein anderer syrischer Flüchtling natürlich ein Terrorist ist. Und das ist wirklich ein Problem, weil das ist ja genau das Vorurteil, was diesen Menschen immer wieder begegnet, was sich im Übrigen in der Wahrheit noch nicht wiedergespiegelt hat in irgendeiner Art und Weise. Und hier wird das sozusagen wirklich nebenbei abgehandelt, als ja, na klar, ist da andere. Das ist ja immer so, ne? Genau, die sind ja alle so. Also eine sehr interessante versehentliche oder nicht versehentliche Xenophobie, die da mitschwingt, die dort ganz viele Vorurteile raufholt, ohne sie zu bedenken oder zu bearbeiten, sondern einfach wieder abspielt, was wirklich auch sehr, sehr problematisch ist. Ja. Und das Dritte ist natürlich, ich finde es einfach schade, dass wenn man schon so eine Ausgangsprämisse hat, die eigentlich ganz interessant klingt, dass man dann doch nur auf den alten Latsch, in Anführungsstrichen, von Gott, im Sinne eines christlichen Gottes hinauskommt. Das fand ich so ein bisschen, ach so, naja. Naja, der Film hat es immer wieder angedeutet, hat es immer wieder rein, hat auch manchmal einen Witz draus gemacht, als nämlich der syrische Flüchtling gefragt wurde, was sein Vater von Beruf ist, Zimmermann, haha. Aber er ist da, das finde ich andererseits wieder gut, er entscheidet sich nicht. Er sagt nicht, das ist ein Engel oder das ist ein Abgesandter Gottes, sondern er deutet da verschiedene Möglichkeiten an, lässt es aber letzten Endes unerklärt. Ja, aber ziemlich offensichtlich, in welche Richtung er gerne hätte, dass das interpretiert wird. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Also es spricht sich aus, aber es ist schon so, da wird einem schon quasi mit dem Kreuz über den Kopf gehauen, falls man es noch nicht verstanden hat. Also tatsächlich eher so gemischte Gefühle bei Jupiter's Moon, der irgendwie so einen ganz bisschen eigenartigen Nachgeschmack hinterlassen hat, ob der Dinge, die man da gesehen hat und die da irgendwie nicht so richtig bedacht wurden. Ja. Gut. Das war's von heute. Unsere Filmausbeute wird heute weitergehen. Wir werden heute wieder fleißig viele Filme gucken, Kritiken schreiben. Das alles könnt ihr wie immer auf dem Blog nachlesen. Und ansonsten sagen wir au revoir, bis morgen.